Genau, so, hier können jetzt schon 4 Leute rein. So, Wasser ist auch einmal fertig. Dankeschön. Oh, einmal futtern. Dein Vault braucht mehr Bewohner. Weise der Baracke Bewohner zu und warte ab, ob es zwischen ihnen funkt. Das interessiert mich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich müsste theoretisch eigentlich 3 Baracken bauen, ne? Damit das besser läuft. Damit ich dann nachher alle mal reinkriege. Erfolg freigeschaltet. Voltec Architekt. Plus 1000 XP. Na super. Yay! Oh, guck mal, ich bin schon Level 3. Mann, bin ich ein guter Aufseher. So, du hattest kein Charisma. Du hast Charisma, ne? Du hast vor allen Dingen Ausdauer. Charisma hast du auch nicht wirklich. Ja, ist Ausdauer 2. Hat die Dame Charisma? Die ist charismatisch mit Glück gesegnet. Ja, nichts wirklich Gutes. Ah, guck mal, da kommt eine neue. Was kannst du denn gut? Ihr könnt alle irgendwie nichts wirklich gut. Ja, dann geht ihr da. Meine Güte, ey, also das mit der Anklickfähigkeit, das müssen die Jungs doch tatsächlich noch üben. So, Charisma plus 1. Dann kommst du, Charisma plus 2. Du hast eigentlich nicht viel Charisma. Das gibt 1, das gibt minus 1, das gibt 0. Ja, du kommst auch erstmal da rein. So, du kommst auch erstmal da rein. Ja, dann gehst du erstmal kochen, ganz einfach. Minus 1 und Charisma. So, also Strom haben wir jetzt erstmal wieder erstmal genug, wie man oben sieht. Yay. Ja, sieht auch schon besser aus. So, können wir denn noch irgendwas Schickiges bauen? Muss mal gerade gucken. Ja, ich kann einen Aufzug bauen. Ja, das ist so toll. Den kann ich jetzt auch wirklich gebrauchen. Da brauche ich Stärke. Ja, alles nicht so, was ich irgendwie brauche. Lagerraum. Oh, na gut. So, ich könnte natürlich jetzt jemanden ins Ödland schicken. Das Problem ist nur einfach, dass es ziemlich unangenehm ist, wenn wir jetzt einen unbewaffnet da reinschicken. So, wen haben wir denn da drin stehen? Ah, ich lese gerade ein tolles Buch über eine Lehrerin, die sich in einen Mechaniker verliebt. Was? Lineale und Schraubenschlüssel? Ja, das ist echt gut. Ja, Madison und Susanne, die haben echt interessante Themen. Ey, guck mal, da ist Futter fertig. Billeling. Wen haben wir denn da überhaupt drin? Ich habe die perfekte Arbeitsstelle. Danke, Aufseher. Bitte. Das... Ja. Steven und Brian. Na, das passt doch. Hoffentlich kann ich Überstunden machen. So ne Leute gefallen mir. Tja. Ja. Ach, guck mal an. Da hat... So muss es sein. Ja, die freuen sich doch des Lebens gerade hier, die Jungs und Mädels. So. Diddling, diddling. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben sollte. Ja, das ist natürlich das Schöne bei hier Robert und Patricia. Da sieht man nämlich, die beiden freuen sich gerade wirklich schon des Lebens. Wir sind so ein tolles Paar. Sind sie das nicht? Aren't they? Ja, die beiden, das wird jetzt so lange wahrscheinlich weitergehen, bis die beiden dann miteinander schnackeln. Oh, guck mal hier, die beiden auch. Mit dir will ich tanzen. Und sie fühlt sich wie das fünfte Rad am Wagen. Yay. Ja, fünftes Rad am Wagen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, guck mal, da steht jemand vor der Tür. Was bist du denn? Du bist Charisma. Du bist Beweglichkeit. Das finde ich gut. Guck mal. Ich werde dich rauswerfen. Und dich werde ich da reinnehmen.
Dein Vault benötigt eine ständige Versorgung mit Energie, Nahrung und Wasser, um richtig funktionieren zu können. Wenn Ressourcen knapp werden, färben sich die Leistenrohre im Bildschirmbereich rot. Wird die Energie knapp, schalten Räume ab. Wird das Essen knapp, verlieren Bewohner Gesundheit. Wird das Wasser knapp, werden Bewohner verstrahlt. Die Linie auf der Ressourcenleiste zeigt den momentanen Bedarf deines Vaults an. Hinweis: Je weiter der Wert ober- oder unterhalb von der Linie entfernt ist, desto größer ist die Auswirkung. Ja, wir haben momentan relativ wenig. Achtung, der Aufseher hat uns im Blick. Ja. So. Was? Du meinst jetzt? Jetzt sofort? Du hast soeben eine Lunchbox erhalten. Tippe auf das Lunchbox-Symbol im Pip-Boy-Menü, um die Lunchbox zu öffnen. Oder kaufe weitere Lunchboxen. Wir haben die Produktion maximiert. Gute Arbeit. Jawohl. Ja, das ist wieder mal so typisch für Theresa und Brian. Yeah. Ja, das ist typisch für die beiden. Das ist typisch wieder für solche Spiele. Ist natürlich kostenlos, da muss man mit In-App-Käufen einfach rechnen. Die gehören einfach heutzutage dazu. So, und da kann man sich halt diese schönen Launchboxes kaufen. So. Bing! Bob! Tick, tick. So, da haben wir jetzt ein bisschen paar Karten. Was kriegen wir denn? Wir kriegen 50 mal Wasser dazu. Blowlock. Dann kriegen wir nochmal 100 Kronkorken. Klingeling. Yay! Eine X01 MK4 Powerrüstung. Plus 4 Stärke. Boah, ey. Ja, plus 4 Stärke, das ist ja... Mann, habe ich ja eine echte Multikarte gerade gekriegt. CDD und ich habe einen Bewohner, den David Miller. Yes. Ich habe das vorhin auf dem Smartphone, habe ich nicht eine von diesen Scheißkarten gekriegt. Das finde ich ja mal absolut geil. Ohne dich wäre ich so einsam. Ach, guck mal hier. Guck mal hier, es geht los. So, und jetzt sind sie am Schnaggeln. Die beiden, das ist ja unglaublich. Guck mal, die sind noch am Diskutieren hier. Der ultra-charismatische und die Blondine und Alexander und Theresa haben schon geschnaggelt. Guck mal hier, und Theresa kommt schon völlig fertig. Er kriegt das Grinsen nicht aus dem Gesicht, ne? Oh, unser Essen wird knapp, das ist doof. Bingelingeling. Ja, ja, ist ja gut. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Ah! Hau ab. Tempo. Ach nein. Na gut, die 10 Sekunden kann ich noch warten. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gimme. Hau raus. Und jetzt haust du gleich nochmal einen Tempo-Mode dazu. Kann aber auch nach hinten losgehen, wenn ich Pech hab. Schwein gehabt. Das sieht gut aus. So, hier haben wir wieder ein Level Up. So, hier haben wir unseren David Miller. Erreiche eine höhere Stufe mit einem Bewohner. Abgeschlossen. Da gibt es wieder eine schicke Launchbox für. Finde ich gut. Was hast du denn? Du hast Charisma plus 2, du hast Beweglichkeit plus 2 und du hast Luck plus 2. Luck plus 1. Der hat aber jede Menge Glück, der Typ. Geil. Ja, den Lack bräuchte er, die. Wie viel hat er denn? Beweglichkeit, er hat 4. Sie hat 3, ne? Sie hat 3. So blöd wie es klingt, ich nehme die da oben rein. Und weil er so gut ist. Das müsste sich ja auswirken, weil er ja Beweglichkeit 2 plus 2 nochmal hat. So, wir haben einen neuen Raum freigeschaltet. Dingeling, den Lagerraum. Und den können wir auch bauen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den wirklich bauen sollte, aber naja gut, ich baue ihn einfach mal.
Nee, das will ich eigentlich nicht. Nee, ich mache das anders. Ich werde jetzt erstmal einen Aufzug bauen. Den muss ich doch auch da drüben bauen können. Ding, dann kommt nämlich der da einmal hin. Und dann werde ich den Lagerraum bauen. Den setze ich dann nämlich... Naja, da kann ich den gerne... Wobei, nee, das mache ich anders. Den setze ich da hin. So, dann war er doch so ein Super Special mit seiner Ausdauer. Ich glaube, er hat doch hier keinen Super Special Ausdauer, ne? Nö, hat er nicht. Wasser gibt's noch mal. Ich weiß ja nicht, kann ich gegebenenfalls sie mit ihrer Beweglichkeit, kann ich die da vielleicht... Ich hasse es. Oh, guck mal da. Die beiden. Ach, guck mal, jetzt wird schon wieder... Jetzt wird schon wieder geschnaggelt. Jetzt, wo ich die in die Küche schicken wollte. Ich will dich jetzt küseln. Ja, das ist, schick. Das war ja Opa hier, ne? Der hat doch hier die Ausdauer gehabt. Oh, oh. Ja, ja. Jeder Raum braucht Energie, das ist mir schon klar. Wie mache ich denn das am gescheitesten? Wie lange brauche ich denn noch? 35. Geht's euch gut? Das finde ich in Ordnung. So muss es sein. Wir werden den Raum auch einmal ausbauen. So, jetzt haben wir ein kleines Kraftwerk da draußen nicht gemacht. Wir haben die Produktion maximiert. Yay. Da gibt es jetzt nochmal Futter. Achtung. Fertig. Futter. So, das hilft erstmal. Gut, wir gehen natürlich ein Risiko damit jetzt ein. Läuft wie geschnitten Brot die Geschichte. Finde ich in Ordnung. So, jetzt wollte ich aber den Opa hier nehmen. So. Und jetzt ziehe ich Opa hier in den Lagerraum. Mit Lagerräumen vergrößerst du den Stauraum deines Vaults. Ja, natürlich. Was dann auch sonst? So, da ist noch kein neuer. Genau, weil den schicke ich nämlich erstmal jetzt da unten rein. Das finde ich nämlich wesentlich angenehmer. Du bist doch... Bist du eigentlich irgendwas something special? Kann ich dich da eigentlich komplett... Ne, das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. So, ich setze dich da oben jetzt rein, wieder. 2, 4, 5. Da gehen 6 gehen rein, ne? 6 gehen rein. 6 von 6 belegt. Wieso 6 von 6? Ja, jetzt 6 von 6 eigentlich. So, der Logistiker ist hier drin. Wieder ein wunderbarer Tag im Vault. So, wir können die auch Jungs zwischendrin anklicken. Dann sehen wir auch ihren derzeitigen Status. Das, was sie derzeitig am Leib tragen, den Voltanzug, die Bewaffnung, derzeitig nur ein paar Hände. So, denn, würde ich doch mal glatt behaupten, hoffe ich doch mal, dass ich jetzt mit der nächsten Öffnung, oh, jetzt gibt es wieder was zu futtern, das ist gut. So. Na, geht denn das irgendwie? Nö, geht leider nicht. Schade, ich kann also wirklich nur per Doppelklick zoomen. Naja gut, dann ist das halt einfach so. Bing. So. Genau. Gucken wir doch mal auf das Deck. 100 Kronkorken. Ah, eine Kaliber 44 mit Zielvorrichtung. 3 bis 4 Schaden. Das ist schon mal sehr schön. Iron Redaway. Genial. Und einmal 500 Kronkorken. Na, vielen Dank. Das finde ich in Ordnung.
So, jetzt habe ich schon mal 50. Bada, bada. So. Jetzt muss ich aber gerade mal eben den Kling einmal ausbauen, damit das hier ein bisschen besser läuft. Sonst haben wir ein Problem. So. Andersrum? War auch gut. Eine Jagdflinte. 5 bis 6 Schaden. Irgendwie sind die Karten diesmal falsch, aber egal. Hm. 500 Kronkorken. Einmal 50 Energie. Oh, eine Special Card. Ey, und ein Flammenspeier. Geil. 15 bis 20 Schaden. Alter, das hagelt ja Specials hier. Na, wie lange braucht ihr denn noch? 37 Sekunden. So, ich glaube, ich muss mal gleich irgendjemanden nehmen, der ein bisschen mehr auf der Pfanne hat. Und dann muss ich den mal ins Ödland schicken. Hast du denn irgendwie... Da mal einmal wieder Strom. Könnt ihr mal ein bisschen effizienter sein? Geht das? Ist das in Ordnung? Packt ihr das? Nein? Nah. Na, die hoppeln da schon so rum, so gemütlich. So, was hast du denn? Zweite, was hast du? Nee, auch nicht wirklich. Wirklich berauschend, sag ich mal, ne? Essen. So, jetzt hauen wir einfach mal einen Tempomodus rein. Fuck! Das ist blöde, wenn das fehlschlägt. Ja, Unfälle können durch einen fehlgeschlagenen Tempomodus oder zufällig in einem Raum auftreten. Die Bewohner eines Raumes kümmern sich automatisch um die Unfallbekämpfung. Während der Unfallbekämpfung verlieren die Bewohner Gesundheit. Scheitern sie, bereitet sich der Unfallherd in nahegelegene Räume aus. Hol Bewohner aus einem Raum, in dem ein Unfall geschehen ist, um sie am Leben zu erhalten. Na, also jetzt sieht man hier so schön die Jungs mit ihrem Feuerlöscher. Das kriegen die aber beide auf die Pfanne, das ist gar kein Problem. Badababa. So, da gibt es ein paar XP für. Genau. Oh, da wird schon wieder geschnackelt. Oh. Tschüss.